Ja, wie sieht das perfekte Wanderreitpferd aus? Was ich meine, das erzähle ich euch in diesem Video. Wir fangen an mit euch selber, weil ich finde, der Reiter muss irgendwie auch zum Pferd passen. Und das hat zwei Faktoren. Das eine ist die Größe und das Gewicht. Und das andere ist der Charakter und wie man einfach drauf ist. Und das muss einfach auch stimmig sein. Fangen wir erstmal an mit dem Charakter von dem Reiter selber. Also wenn ihr jemand seid, der gerne schnell vorankommt, der auch in sich so ein bisschen sportlicher vielleicht ist, dann solltet ihr euch auch ein entsprechendes Pferd suchen. Also ein Pferd, das das so ein bisschen auch widerspiegelt. Wenn ihr eher ein bisschen ängstlich seid, auch die Ruhe weg habt, dann passt vielleicht auch eher ein ruhigeres Pferd zu euch. Da sage ich bei den Rassen nachher noch ein bisschen was dazu. Und der zweite Faktor ist, dass einfach auch die Sympathie zwischen euch und dem Pferd stimmen muss. Es nützt ja nichts, wenn ihr irgendwo hinkommt und seht da eigentlich das vermeintlich perfekte Pferd, aber der Funke springt nicht über. Auf der anderen Seite möchte ich auch ein bisschen davor warnen, diesen überspringenden Funken überzubewerten, weil der springt nämlich manchmal auch wirklich auf völlig ungeeignete Pferde über, die vielleicht vom Ausbildungsstand gar nicht eurem Ausbildungsstand entsprechen. Und da ist ein guter Tipp, finde ich, wenn man immer noch eine dritte Person mitnimmt, die da so ein bisschen Abstand zu hat und euch auch ein bisschen beraten kann, dass ihr nicht in der Erstverliebtheit euch doch dann ein unpassendes Pferd anschafft. Der zweite Faktor ist, dass ihr überlegen müsst, was muss euer Pferd tragen. Das ist euer eigenes Gewicht, der Sattel, Gewicht der Packtaschen. Und insgesamt sollte das 20% des Pferdegewichtes nicht überschreiten. Und wenn man jetzt sehr groß und stabil ist, dann fallen bestimmte Rassen einfach schon raus. Also alles, was ein bisschen kleiner ist, auch Rassen, die ein bisschen zierlicher sind, die nicht so viel Tragkraft haben, die fallen raus. Zum Thema Tragkraft muss ich aber sagen, man kann eine Tragkraft auch entwickeln. Das sollte man auch bei jedem Pferd, gerade auch bei Wanderreitpferden, weil die ja über lange Strecken Gewicht tragen. Und das ist also wichtig. Und da vielleicht hier auch noch ein Punkt. Wir sprechen hier jetzt nicht über Sachen, die wir ausbilden können beim Pferd. Also angebunden stehen bleiben oder solche Sachen. Also um Ausbildung geht es in diesem Video nicht, sondern einfach so um Grundvoraussetzungen, die ein Pferd mitbringen sollte vom Exterieur her und vom Charakter her. Und dann kommen wir damit auch schon zum nächsten Punkt. Das Pferd selber. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr ein Wanderreitpferd kaufen solltet? Wir fangen mal auch hier wieder mit dem Charakter des Pferdes an. Ein Wanderreitpferd, das sollte, ja, unter Reiterkreisen sagt man so schön, klar im Kopf sein. Das ist aber etwas, ja, wie kommt so ein Fohlen aus der Mama raus? Ne? Also sind die von vornherein irgendwie ein bisschen verrückt? Das ist eigentlich nicht so. Also dieses klar im Kopf sein, das ist ein Prozess, ein Ausbildungsprozess auch, und im Prinzip kann man jedes Pferd mehr oder weniger gut so ausbilden, dass es dann auch ein gutes Wanderreitpferd werden kann. Aber es gibt so ein paar Sachen, die das einschränken. Also es gibt Pferde, die sind eben einfach von Natur aus ein bisschen aufgeregt und gucken hier und schnaufen, und wenn die irgendwas sehen, dann, ach, das ist immer alles ganz schrecklich. Und mit solchen Pferden hat man das natürlich ein bisschen schwieriger, weil die sich schneller aufregen. Meine Auri ist eine, die sieht ja so auf unserem Wanderritt nochmal total geschillt und ruhig aus, aber die hat auch manchmal ihre 5 Minuten. Da muss ich absteigen und die führen, weil die irgendwas sieht, irgendeine Kleinigkeit, wo ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann merke ich so am Bein, wie das Herz anfängt zu schlagen, das Pferd wird total starr. Ja, und dann brauche ich da oben nichts mehr ausdiskutieren, dann steige ich ab und führe sie, und dann kommt sie auch ziemlich schnell runter. Manchmal läuft die aber auch 50 Meter mit fast dem Schweif auf dem Rücken, tänzelt neben mir her. Das kann also meine ruhige Auri auch. Und es gibt eben Pferde, die haben da so eine Tendenz zu. Und wenn man da ein bisschen, wenn man da nicht gut mit klarkommt oder Angst hat, dass man das Pferd da nicht handeln kann, dann sollte man davon Abstand nehmen und lieber eine ruhige Rasse nehmen.
Ruhige Rassen da oder ruhige Rassevertreter, sage ich mal, Pferde, die so von sich aus ruhiger sind, damit hat man es ein bisschen einfacher, aber die können auch manchmal stoisch sein. Und wenn die sich dann schlichtweg weigern, über eine Brücke zu gehen oder einen Bach zu gehen, dann ist man auch verraten und verkauft und die stellen sich da einfach hin und sagen mit mir nicht und dann kannst du mich mal. Also es gibt das Extrem, es gibt das Extrem und am besten ist natürlich wie immer so ein bisschen so ein Mittelweg. Aber auch da möchte ich euch ans Herz legen, ganz viel kann man gerade in Bezug auf Charakter in Richtung Ausbildung machen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Exterieur. Also wie ist das Pferd gebaut? Das ist auf der Thumbnail. Das habe ich so ein bisschen so gemacht. Also dass man im Prinzip guckt, wie ist so ein Pferd aufgebaut. Und da ist das Erste, was ich sehr wichtig finde, dass ein Pferd harmonisch aussieht. Wenn ihr auf den ersten Blick seht, da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht zusammen. Ein ganz langer Rücken, sehr kurzer Hals, ein sehr schweres Pferd, auch ganz dünnen kleinen Beinchen und Hufen. Also wenn das so von den Proportionen nicht zusammenpasst, dann ist das schon mal schlecht, weil dann heißt es eigentlich, dass das Pferd nicht gleichmäßig belastet wird und eine Belastung, die nicht gleichmäßig ist, die kann früher oder später zu Problemen führen. Auch bei dem ja, beim Gebäude, bei den Beinen sollte man darauf achten, dass die möglichst gerade sind. Da zeige ich euch auch noch mal ja, ein paar Bilder. Ja, hier seht ihr eine sehr weiche Fesselung. Das kann man schon fast durchtrittig nennen. Wenn das Pferd in Bewegung ist, dann kommt der Fesselkopf bis auf die Erde vielleicht. Und das beansprucht doch sehr die Fessel, die Sehnen, Gelenke. Also davon sollte man Abstand nehmen. Genauso vor so extremen Verstellungen wie hier, also sehr zehenweit. Und man sieht hier in der Fessel auch schon eine Schwellung. Das heißt, das kann das Pferd nicht ohne körperliche Belastung so aushalten und auf langen Touren eben schon gar nicht. Und hier habt ihr jetzt ein Bild von Auri. Die ist in dem dunklen vorderen Bein relativ gerade. Auf der anderen Seite am hellen Bein etwas auch ab der Fessel nach außen. Und innen hat sie eine alte Verletzung, deshalb ist das etwas dicker. Und hinten steht sie auch leicht ab der Fessel nach außen. Das ist aber noch tolerierbar und wir versuchen das mit Hufbearbeitung so ein bisschen auch mal auszugleichen. Was mir noch besonders wichtig ist, also ob jetzt ein Hals tiefer angesetzt ist, kürzer, länger, das finde ich jetzt nicht so entscheidend. Aber was ich sehr entscheidend finde, sind noch zwei Sachen. Das eine ist gute Hufe, weil auf denen laufen sie und ihr braucht auf jeden Fall, wenn ihr lange Wanderritte macht, auch Hufschutz. Und wenn ihr den nicht kleben wollt oder wenn Hufschuhe nicht passen, ihr müsst Eisen drauf haben, dann müssen die Eisen auch halten. Und ihr habt sicherlich auch immer Phasen, wo das Pferd barhuf läuft, wenn ihr nicht unterwegs seid. Und die Hufe sich regenerieren und wenn man Pferde mit guten Hufen hat, dann ist das wirklich schon viel wert, weil man da einfach dann viel weniger auch Geld und Aufwand reinstecken muss. Und das Zweite ist, dass ich ja auf die Rückenlinie achten muss oder würde. Also was aus meiner Sicht extrem schwierig ist, ist ein Pferd, das zu einem weichen Rücken neigt. Da gibt es leider auch Rassen, die dazu neigen. Da zeige ich euch gleich auch nochmal Videoausschnitte und erkläre euch dann noch ein bisschen was dazu. Also ein weicher Rücken ist ein Rücken, der so ein bisschen durchhängt. Und auch Pferde, die dazu neigen, dass die hinten überbaut sind, also hinten höher als vorne, sind ein bisschen schwierig, weil es da eben auch schwierig wird, das Gepäck zu befestigen, einen guten Sattel zu finden. Und Pferde, die sehr tonnig und kugelig sind, sind auch schwierig. Zum einen, weil man da auch wieder den Sattel schlecht gut befestigen kann. Also da muss man den Gurt dann so andonnern. Das ist irgendwie, ja, finde ich auch immer nicht so schön. Und diese dicken Pferde, die haben das Problem, dass sie über einen längeren Wanderritt auch häufig schmelzen, also dünn werden. Und dann sitzt auch der ganze Sattel nicht mehr richtig gut. Das sind so ein paar Probleme mit Pferden, die dazu neigen, so ein bisschen kugelig zu werden. Die haben aber einen unschätzbaren Vorteil, die sind leichtfutterig. Und das ist etwas, was euch wirklich hilft, auch auf einem Wanderritt, wenn ihr ein Pferd habt, das überall frisst und nicht futtermäglich ist. Das kommt dann auch gut durch die Belastung und baut nicht so viel ab. Wenn ihr so einen Hungerhaken habt, der zu Hause schon dünn ist, dann wird der sicherlich auf so einem Wanderritt auch abbauen. Der hat dann keine Ruhe zu fressen. Was er vorne reintut, das kommt hinten gleich wieder raus. Und da werdet ihr viele Probleme mit haben. Da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zu den Rasseüberleitungen. Und das wollte ich jetzt eigentlich so machen, dass ich euch
Bilder zeige von verschiedenen Rassen und euch da ein bisschen was zu erzählen. Ja, wir steigen mal ein mit einem Pferd, das einen weichen Rücken zeigt. Und hier seht ihr ganz gut, warum das einfach nicht geeignet ist, da Packtaschen drauf zu legen, weil das einfach nicht richtig sitzt. Und diese Belastung, wenn der Rücken eh schon so durchhängt für einen Wanderritt, das wäre viel zu extrem. Also bei solchen Pferden solltet ihr aufpassen. Und ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal ein paar Rassen, die dafür leider etwas anfällig sind. Ja, wir fangen gleich mal mit einem ganz beliebten Freizeitpferd an, dem Friesen, der ursprünglich als Kutschpferd gezüchtet wurde und gerne in einer hohen Aufrichtung geht und wie man hier sieht auch häufig eine Neigung zu einem etwas weichen Rücken hat, zu aufwendigen Gangarten. Und daher ist das aus meiner Sicht ein Pferd, das nicht unbedingt für Wanderritte geeignet ist. Wenn ihr schon einen habt, könnt ihr ihn natürlich trotzdem nutzen. Ja, und auch der Spanier, also PAE, Andalusia, auch Lusitano hat ab und an die Tendenz, einen weichen Rücken zu haben, wie man das hier bei diesem relativ jungen Pferd schon sieht. Und deshalb würde ich da auch eher von abraten, insbesondere wenn die diese Neigung haben. Das muss aber nicht sein. Also es gibt natürlich bei jedem Rassevertreter auch, ich sag mal, stabile Pferde. Hier seht ihr mich zum Beispiel auf einem Wanderritt in Spanien mit Gepäcktransport. Und dieser junge Kerl hier, der, oder so jung war er nicht mehr, der ist eigentlich sehr stabil im Rücken und da spricht dann auch nichts dagegen. Das ist so ein ganz typisches Bild. So haben wir die Araber im Kopf. Hoher Schweif, hoher Hals, hübsches Gesicht, ein bisschen exaltiert. Da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen in die Charaktergeschichten. Auch Araber haben eine Tendenz zum weichen Rücken, einfach von dieser Haltungsart, wie sie häufig laufen. Aber das ist eben auch nicht immer so. Es gibt auch durchaus arabische Pferde, die gut und stabil gebaut sind. Das sind eher Pferde, hier haben wir mal so einen stabileren Araber, das sind eher Pferde, die sich für Leute eignen, die auch ein bisschen schneller vorwärts gehen oder vorwärts kommen wollen. Die haben meistens viel Gehfreude, sind sehr zäh und wenn sie gut genug gebaut sind, sind sie aus meiner Sicht auch gut geeignet für Wanderritte. Aber man muss sich eben damit auseinandersetzen, dass sie gehfreudig sind und auch nicht so ruhig vom Temperament. Ja, wir bleiben bei den gehfreudigen und temperamentvollen Pferden. Von der Rennbahn bekommt man durchaus günstig auch ausgedehnte Vollblüter, die auch ganz tolle Freizeitpferde werden können. Diese haben aber eben auch meistens ein nicht ganz so ausgeglichenes Temperament. Man muss viel trainieren. Wie ihr auf diesem Foto seht, sind sie auch manchmal überbaut, was auch nicht förderlich ist. Und man sagt ihnen auch nicht so gute Hufe zu. Das sind so die Probleme bei Vollblütern. Ja, Traber sind eigentlich eine sehr schöne Wahl, finde ich. Die sind manchmal nicht ganz so leichtfutterig, aber sie sind meistens sehr abgebrüht und können zu ganz super Freizeitpferden werden, die wirklich mit allen Wassern gewaschen sind. Die sind häufig nicht sehr schreckhaft. Was sie manchmal haben, dass das Durchgeher sein können, wenn die das auf der Rennbahn irgendwie gelernt haben. Das könnte ein Problem werden, aber ansonsten finde ich, ist das wirklich auch eine gute Wahl fürs Wanderreiten. Ja, hier habe ich mal den Oberbegriff Warmblüter gewählt. Dazu gehören natürlich ganz viele Pferde. Meine Auri als Trakehner gehört dazu, Hannoveraner, Holsteiner, Oldenburger. Die haben alle so ein bisschen ihre speziellen Merkmale. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Warmblüter eher große Pferde sind. Dass sie aus meiner Sicht auch durchaus bis auf die Größe gut geeignet sind als Wanderreitpferde, wenn der Charakter stimmt. Ja, ich habe hier mal Tinkers und Fellponys zusammengenommen, weil die aus meiner Sicht oder nach meiner Kenntnis beide ein bisschen vergleichbar sind. Das sind ruhigere Pferde, die lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen, sind aber manchmal auch sehr, sehr langsam. Also das wäre für mich zum Beispiel nichts. Sie haben manchmal einen wirklichen Schleichschritt und kommen kaum vorwärts. Aber die haben eine angenehme Größe, sind im Handling nett. Der Behang, den die haben, macht manchmal Probleme, weil sich dort Milben sammeln können. Aber ansonsten sind es gut geeignete Freizeitpferde. Und hier nochmal der Schnurrbart von dem Tinker, das besondere Merkmal. Haflinger finde ich fast noch besser als Tinker. Die sind ein bisschen gehfreudiger, unheimlich sicher im Berg oder am Berg, also sehr trittsicher, leichtfutterig. Manchmal sagt man ihnen nach, dass sie ein bisschen sehr dickköpfig sind. Das kann zum Problem werden.
Ich finde Norweger, das sind die nordische Variante der Haflinger, auch sehr leichtfutterig, unkompliziert und trittsicher. Finde ich auch sehr gut als Wanderreitpferd. Ja, hier seht ihr mich auf Island. Da habe ich eine Tour über die Insel gemacht, von Nord nach Süd mit einer freilaufenden Herde. Das war super. Und ich finde Islandpferde wirklich sehr bequem und eigentlich auch super geeignet für Wanderritte. Allerdings sind sie klein und haben einen kurzen Rücken und man wird immer so ein bisschen das Problem haben, dass man einen guten Sattel findet und eine gute Möglichkeit, das Gepäck zu befestigen. Und ich finde, bei der Größe ist dann auch bei dem Reiter eine Grenze gesetzt von Gewicht und Größe, damit das dann noch pferdefreundlich ist. Ja, Kaltblüter gibt es ja in verschiedenen Formen und Größen, also von klein und kompakt bis zu riesigen Shire Horses. Und die eignen sich ganz gut für Wanderritte, weil sie erstmal auch Gewichtsträger sind, sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen, in der Regel auch leichtfutterig sind. Problem ist, wenn die mal lospanzern, dann rollen sie auch alles platt. Das ist dann nicht so angenehm. Und man braucht natürlich alles irgendwie in XXL, wenn man einen Kaltblüter hat. Ja, genauso wie bei den Spaniern habe ich hier mal einen Oberbegriff gewählt, und zwar Westernpferde. Da kann man ja eine Reihe von Rassen dazu zählen: Appaloosas, Palominos, Quarter Horses, vielleicht auch Mustangs. Den Mustangs und den Appaloosas sagt man eigentlich nach, dass sie sehr robuste Pferde sind und trittsichere und durchaus auch gut geeignet für Wanderritte. Den Quarter Horses, ja, die sind eher schnell und wendig und man sieht das hier ganz gut. Die haben eine riesige Hinterkarre, aber ganz dünne Beinchen und das finde ich so ein bisschen problematisch, dass die so sehr viel Masse an Körper haben auf ganz dünnen Beinchen. Deshalb wäre ich da so ein bisschen kritisch, was die Belastbarkeit auf langen Wanderritten angeht. Aber ansonsten sind Westernpferde, denke ich, gut geeignet. Ja, zu guter Letzt zeige ich euch nochmal meine Auri. So sieht sie oder sah sie nach 500 Kilometern Wanderritt aus auf unserer langen Tour. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Tipps oder besondere Vorschläge für Rassen. Ich habe zum Beispiel die Huzulen gar nicht erwähnt, da hatte ich kein Foto. Also ich freue mich auf eure Kommentare zu euren Meinungen, was so ein perfektes Wanderreitpferd auszeichnet. Und zwar das, was es von Natur aus mitbringt, nicht das, was wir antrainieren.